Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Dillenburg. Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr die Bildschirme auch angeschaltet habt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. So ein großes Privileg, dass wir einfach vor Gottes Thron treten dürfen und dass wir die Zeit in seiner Gegenwart genießen können. Und so wünsche ich uns, dass wir in diesem Gottesdienst einfach, ja, Gott begegnen, dass wir unsere Herzen von ihm erfüllen lassen und dass wir verändert aus dieser Zeit herausgehen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Gott ist derjenige, der uns einlädt. Er ist der Gastgeber und ihm dürfen wir hier begegnen. Wir wollen ihn loben und ehren. Und so möchte ich gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du versprochen hast, dass du hier mitten unter uns bist. Und danke, dass wir dir begegnen dürfen. Ich bitte dich, dass wir unsere Herzen für dich öffnen können, dass wir dich ganz in uns lassen und dass wir uns von dir neu füllen lassen. Ich bitte dich, dass du uns begegnest und dass wir die Zeit hier gemeinsam genießen können. Segne du diesen Gottesdienst. Amen. Ja, wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir auf zwei Lieder hören und diese Zeit wollen wir dafür nutzen, um uns nochmal ganz bewusst auf Gott auszurichten. Vielleicht ist es ein persönliches Gebet, was du nochmal sprechen möchtest, um die Dinge, die dich noch beschäftigen oder die dich gerade ablenken, vor Gott zu bringen, dass wir uns wirklich ganz auf ihn fokussieren können. Besetzte Stühle zu schauen. Und nicht nur mich oder uns freut es, sondern Gott freut es uns, wenn wir wieder zusammen sein können. Wir singen ein Lied, das heißt Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, sei willkommen hier. Wie heißt du jemanden willkommen, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, wenn du ihm die Tür aufmachst oder er kommt zu dir in dein Wohnzimmer. Ich überlasse es dir, auf deine Art und Weise, den Heiligen Geist willkommen zu heißen. Lass uns den Heiligen Geist willkommen heißen, gemeinsam als seine Kinder, als seine Kirche, hier in Dillenburg, in diesem Gottesdienst. Holy Spirit, you are welcome. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone in your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope.
your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetness of love, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence. Become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Oh, oh, oh. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Lord, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place, fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Danke, dass du da bist, Gott, Jesus und Heiliger Geist. Danke, dass du mit uns feiern willst. Großer, herrlicher Gott, du bist das Auge im Sturm. Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf. Höre auf die Stimme meines Herrn. Fühle du
Zeit ist zu ruhen. Und lass dein Feuer meine Hass verzehren. Du bist ein starker Ton. Du bist das Haar im Sturm. Du sprichst zum aufgefüllten Meer. Meine Seele in mir, Frieden mit dir, Frieden mit dir. Du bist ein starker Ton. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meine Seele in mir, Frieden mit dir, Frieden mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben. Denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein gnadgestilltes Kind. Du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Ton. Du bist ein Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meine Seele in mir, Herr, Frieden mit dir, Frieden mit dir. Du bist ein starker Ton. Du bist das sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, Herr, Frieden mit dir, Frieden mit dir, Frieden mit dir, Frieden mit dir. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hatte den Quartalsbericht für das abgelaufene Quartal ja schon rumgeschickt. Habt ihr es gelesen? Gab es da irgendwelche Fragen zu? Nee, du hast es ja alles sehr übersichtlich dargestellt. Alles klar. Nee, keine Fragen. Alles in Ordnung. Das ist doch wunderbar. So, dann will ich jetzt auch gar keine weitere Zeit verlieren, weil das ist gar nicht unbedingt der allerwichtigste Grund, weswegen ich euch herbestellt habe, sondern es geht um was anderes. Und zwar werde ich die Firma für das nächste Quartal verlassen. Ich brauche einfach mal ein paar Monate Auszeit. Ich werde ein Sabbatical machen und für eine Weile um die Welt reisen. Es ist jetzt einfach mal dran. Oh, das ist aber schade. Wer soll sich denn dann um das alles hier kümmern? Ja, Timo, es ist eine wichtige Frage. Schön, dass du sie stellst. Deshalb sitzt ihr drei hier. Ihr seid alle drei wirklich unglaublich talentierte Leute. Wahrscheinlich die besten, die ich bei mir in der Firma habe. Und ihr habt viele verschiedene Begabungen, von denen ich möchte, dass ihr sie jetzt in der Firma gewinnbringend einsetzt. Klaus, fangen wir mal bei dir an. Du bist einer meiner erfahrensten Mitarbeiter. Das schätze ich sehr an dir, wie lange du schon hier bist. Du weißt viel und hast trotzdem immer noch neue Ideen. Das finde ich gut.
Und du weißt auch, wie man mit Menschen umgehen kann und wie man sie führen kann. Deswegen habe ich gleich drei besondere Aufgaben für dich. Ich möchte, dass du dich um unsere neue Produktpalette kümmerst. Ich möchte, dass du dafür ein Team zusammenstellst, das du führst, das eine Marketingstrategie dafür entwickelt. Und ich möchte, dass du den Vertrieb optimierst. Ja? Okay, ich werde mein Bestes geben. Das freut mich. Christina, machen wir mit dir weiter. Du hast immer alles im Blick, bist gut sortiert und arbeitest wirklich sehr strukturiert. Das ist ganz wichtig für unser Unternehmen und deswegen möchte ich, dass du dich um zwei Dinge kümmerst. Ich möchte, dass du einerseits eine Kostenaufstellung machst und überlegst, wo wir vielleicht noch Geld sparen können. Und ich möchte, dass du dich um das Thema Lager kümmerst und überlegst, wie wir unsere Lagerräume für die neuen Waren effizienter nutzen können. Ja, okay, das kann ich gerne machen. Sehr gut. Timo, du bist wirklich gut darin, Menschen zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass alle Spaß haben. Das ist mir wichtig auf der Arbeit, weil wenn wir Spaß haben, dann sind wir besser in unserer Arbeit. Und deswegen möchte ich, dass du eine Mitarbeiterparty organisierst. Okay, sonst nichts. Wie sonst nichts? Also, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Christina und Klaus ein bisschen mehr bekommen haben als ich. Traust du denen mehr zu als mir? Nee, darum geht's mir überhaupt gar nicht. Ich habe ja gesagt, ihr bekommt eure Aufgaben so, wie ihr begabt seid, damit ihr eure Begabungen am besten ausnutzen könnt. Das heißt, ich habe mir was dabei gedacht und ich möchte das Meeting an der Stelle damit auch beenden. Ich muss los, mein Flieger geht gleich. Wir sehen uns zum nächsten Quartal. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bin sehr gespannt, was ihr mir nach eurer Rückkehr berichten könnt. Okay, dir auch eine gute Zeit. Danke. Geht noch weiter. Ja gut, dann legen wir mal direkt los. Ich weiß schon, wen ich fragen muss. Und für die anderen Sachen habe ich auch schon ein paar gute Ideen. Okay, also Kostenausstellung und Logistik, ja, Lager. Ja, okay, das wird schon zu schaffen sein. Eins nach dem anderen. Ich lege direkt mal los. Puh, eine Mitarbeiterparty. Da hat mir der Chef aber was gegeben. Normalerweise hat der doch immer so gute Ideen für sowas. Und was ist, wenn er meine Ideen nicht gut findet? Das wäre ja irgendwie blöd. Ich glaube, am besten ist, wenn ich einfach gar nichts mache. Dann kann ich auch nichts zermasseln. Ah, ihr seid ja alle schon da. Wunderbar. Oh, ich freue mich wahnsinnig, wieder da zu sein. Leute, ja, schön, dass du wieder hier bist. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich auch sehr und bin gespannt, was im letzten Quartal so gelaufen ist bei euch. Ich hatte euch ja verschiedene Aufgaben gegeben und bin jetzt wirklich gespannt, was ihr zu berichten habt. Klaus, fangen wir mal bei dir an. Erzähl mal. Okay, also die zwei neuen Produkte sind seit 2 Monaten auf dem Markt. Das Marketing läuft auch sehr gut und der Umsatz hat sich gesteigert und der Vertrieb läuft auch bedeutend besser. Klaus, das freut mich wirklich. Ich bin sehr stolz auf dich. Das freut mich. Du hast deine Begabungen genutzt, um unser Unternehmen voranzubringen und das weiß ich zu schätzen. Ich werde dir auch in Zukunft weiter wichtige Aufgaben geben. Christina, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe tatsächlich eine Übersicht angelegt, wo wir meiner Meinung nach Kosten sparen könnten. Die habe ich dir schon zugemailt. Ich denke, gleich bimmelt es bei dir, dann wird es auch da sein. Und das Lager habe ich auch umstrukturiert. Ich denke, das können wir so deutlich besser nutzen und einfach unsere Logistik auch ein bisschen vereinfachen. So. Ja, stark, gute Arbeit. Christina, super, freut mich wirklich. Ich werde dir auch in Zukunft weiter wichtige Aufgaben geben. Danke. Timo, wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt noch nichts gemacht, also noch nichts organisiert. Ich wollte halt nichts falsch machen, weil, ja, ich wollte halt nichts entscheiden, ohne dass ich nochmal ihre Meinung dazu habe. Und du warst ja weg und, ja, ich wollte nicht dann, ehe ich viel Geld für eine Party ausgebe, die am Ende dann richtig kacke wird, dachte ich mir, ja, spare ich das Geld lieber und ich meine, im Endeffekt ist das doch auch sicherer, oder nicht? Timo, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich habe dir die Aufgabe übertragen, weil du in diesem Feld begabt bist und ich mir sicher war, dass du das gut für unsere Firma einsetzen kannst.
Aber du hast das, worum ich dich gebeten habe, nicht erledigt und hast deine Arbeit nicht gemacht. Ich werde dir in Zukunft keine wichtigen Aufgaben mehr geben. Okay. Eine Geschichte über Einsatz und Treue. Das Gleichnis der anvertrauten Talente. Ich werde das jetzt nicht lesen, weil ich finde, dass es im Anspiel super rüberkommt. Und ich danke euch dafür, dass ihr das so gut gemacht habt und auch auf einen heutigen Kontext bezogen. Genau, ihr könnt aber die Geschichte gerne selbst mitverfolgen in eurer Bibel oder auf eurem Handy. Ihr dürft es heute mal rausholen. Und ich sage nochmal die Stelle, Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Wir Deutschen lieben ja irgendwie Versicherungen. Wir haben für fast alles eine Versicherung, sichern alles ab und das macht ja auch Sinn. Ne? Manchmal kriegen wir auch richtig was zurück, wenn, keine Ahnung, das Gewitter irgendwo einschlägt, dann kriegen wir ordentlich Geld zurück und es lohnt sich. Aber wenn es wirklich um Einsatz geht, wenn wir wirklich Risiko eingehen müssen, dann bröckelt irgendwann unser System. Dann hilft die beste Versicherung nicht mehr. Gehst du eher Risiken ein, machst deinen Einsatz? Oder bist du eher der Typ Sicherheit und sagst, nee, ich lass das lieber. So wie es ist, so ist es gut. Ich bin manchmal auch lieber der Typ Sicherheit. Geh an meinen Ort, wo ich Ruhe habe, wo ich mich geborgen fühle, wo es mir einfach gut geht. Und dann gehe ich aber auch gerne mal an neue Orte. Ich probiere Neues aus, ich reise gerne, aktuell ja nicht, und probiere Restaurants aus. Und das erfordert Mut. Ich kann enttäuscht werden, ich kann Fehler machen. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht doch irgendwie um den Spaß dabei. Erstens, wir sind Verwalter der Gaben Gottes. Gott gibt uns großzügig und das tut er in unterschiedlichen Facetten. Mit Geld, mit Besitz, mit Fähigkeiten, mit Eigenschaften, mit Familie und Freunde, mit Zeit oder unserem Arbeitsplatz. Er tut das so unterschiedlich, dass vielleicht manche denken, ja, warum hat der das, warum kann ich das, wie Timo eben, warum bekomme ich nur diese kleine Aufgabe und alle anderen viel mehr? Aber darum geht es Gott nicht. Er gibt jedem großzügig, so wie es zu ihm passt, so wie es zu dir passt. Und er denkt dabei nicht an Konkurrenz oder, ja, der kriegt mehr, weil der mehr begabt ist oder so. Dieses Konkurrenzdenken ist eigentlich nur in uns Menschen. Den Männern im Gleichnis wurde auch reichlich etwas Wertvolles anvertraut. Jesus spricht hier von Talenten. Der eine kriegt 5, der nächste 2 und der letzte 1 Talent. Und ich ertappe mich dabei, dass ich auch denke, ach, das ist doch irgendwie ungerecht. 1 und 5 Talente, das ist schon ein kleiner Unterschied. Und welcher von den 3 könnte ich sein? Bin ich vielleicht weniger begabt? Komm, 1 oder 2 oder 5? Und dieses Wort Talente ist irgendwie für uns ein bisschen unklar. Es ist eigentlich so, wie wenn man heute von 5 Millionen, von 2 Millionen und von 1 Million Euro spricht. Da ist ein Unterschied drin, oder? Also, wenn ich 1 Million bekommen würde, ich würde mich, glaube ich, nicht beklagen, auch wenn der andere vielleicht mehr hat als ich. Ich müsste erstmal auf mein Leben klarkommen, so viel Geld zu haben. Ich wüsste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und Talente in diesem Kontext haben also etwas mit Geld zu tun, aber in unserer Sprache sind das ja eher irgendwie Fähigkeiten, Gaben, und nicht Geld oder Besitz. Und Jesus hätte auch ganz klar von Geld reden können, aber er tut es nicht. Und er redet auch von einer Menge, aber auch darauf kommt es ihn nicht an. Jeder von diesen Männern bekommt ein ordentliches Vermögen anvertraut und soll was daraus machen. Jeder bekommt, womit er umgehen kann, was er einsetzen kann. Wie eben im Anspiel. Jeder bekommt, was für ihn, für sein Talent sinnvoll ist.
Und so vertraut Gott uns unseren Besitz und unsere Fähigkeiten an. Gott vertraut uns etwas Wertvolles an und wir haben Verantwortung, damit umzugehen. Letzte Woche hat Lothar auch über das Thema Geld gesprochen. Und Gott gibt uns das und wir dürfen das auch einsetzen, auch für unsere Freizeit. Und wir sollen es aber auch mit Treue einsetzen, sinnvoll einsetzen, nicht irgendwie. Manchmal ist da eben auch ein Risiko dabei, manchmal etwas weniger. Gott hat uns ein großes Vermögen gegeben und das hat er von Anfang an uns gegeben. Er spricht in 1. Mose 1, Vers 28, macht euch die Erde untertan, herrscht über sie, gestaltet sie. Wie wir es eben im Anspiel gesehen haben, steckt in jedem von uns eine Fähigkeit oder mehrere Fähigkeiten, die du gut kannst. Es ist der Einsatz, unsere Begabung zu nutzen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Im Leben, auf der Arbeit, in der Schule, für unsere Mitmenschen. Es hat Gründe, dass jeder etwas anderes kann. Der eine mehr und der andere weniger. An sich ist das eigentlich egal, dass das so ist. Vielmehr ist es aber auch eine Bereicherung. Wir können uns gegenseitig unterstützen und ergänzen. Ich glaube, es wäre sonst langweilig, wenn jeder das Gleiche machen würde. Zum Beispiel sind wir musikalisch, sportlich oder kreativ. Oder manche haben viel Wissen, können abstrakt denken oder gut organisieren. Ein paar Personen haben viel Kraft und können gut anpacken, draußen bei der Mauer. Die nächsten können gut Kuchen für das Kaffee backen. Andere können gut reden und hier auf der Bühne ein Anspiel machen. Oder hier vorne stehen. Ein anderer Zeit kann gut zuhören, ruft die Leute zu Hause an, redet mit ihnen, macht ihnen Mut und betet für sie. Und wieder andere haben einfach Geld und Besitz, den sie vielleicht mit anderen teilen können, wo sie sie unterstützen können. Das alles ist wertvolles Vermögen, mit dem wir einander helfen können, beistehen und Gott ehren können. Jeder hat und kann etwas zur Gemeinschaft, zur Gesellschaft beitragen. Ja, wir sollen es sogar. Das ist die gute Nachricht, wovon niemand ausgeschlossen ist. Wir sind alle in diese Begabung, in diese Fähigkeiten, in den Auftrag Gottes mit eingeschlossen. Wir gehören dazu. Unser Vermögen ist nicht nur materiell. Es ist auch das Wissen und unsere Persönlichkeit. Das dürfen wir verwalten und erweitern und einsetzen. Bleib nicht stehen oder vergrabe dich, sondern nutze, was du hast. Du bist ein wertvoller Teil dieser Gemeinde, der Gesellschaft. Gott hat dich geschenkt, beschenkt und begabt. Und zweitens zählt Treue mehr als Ergebnisse. Ausgestattet mit den Talenten gehen die Diener nun unterschiedlich um. Der Erste bekommt 5 und handelt vielleicht damit. Verdoppelt es, steigert das Vermögen. Der Zweite arbeitet richtig hart mit den 2 Talenten, spart was ein und gewinnt sowas dazu und verdoppelt sie so. Und voller Hoffnung, voller Glauben wagen sie ihren Einsatz. Sie wollen, dass ihr Herr beeindruckt ist. Und wahrscheinlich gehen sie sogar ein Risiko ein, um ihren Herrn zu imponieren. Vielleicht war der Weg zu diesem Ergebnis nicht ebenerdig, sondern ein Auf und Ab. Sie mussten erst etwas einsetzen, dann wurde es weniger, dann wurde es wieder mehr, dann hatten sie gar nichts, bis sie am Ende da ankamen, wo sie waren. Das war es ihnen wert, auch wenn da ein Risiko drin gesteckt hat. Und ich verrate euch vorweg, es hat sich für sie gelohnt. Im Anspiel ist das ähnlich. Die ersten beiden, Klaus und Christina, geben alles, um ihre Aufgabe, die sie vom Chef bekommen haben, zu erfüllen. Sie wollen ihren Chef beeindrucken. Wenn er zurückkommt, soll er zufrieden sein mit ihrer Arbeit. Ihre Arbeit soll einfach gut sein. Das ist für sie wie selbstverständlich. Sie machen sich an die Arbeit und setzen alles ein, um zu gewinnen. Und nun tut Jesus im Gleichnis etwas sehr Bezeichnendes. Der Erste mit den 5 Talenten wird gelobt und der Zweite genauso. Er wird genau mit den gleichen Worten gelobt. In Vers 21 steht, sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn.
Der Herr, dieser Diener, der Jesus darstellt, geht nicht auf die Verdopplung der Talente ein. Auch Tobi ist nicht darauf eingegangen, was genau da für ein Wert am Ende rausgekommen ist. Er lobt sie einfach so, wie sie es gemacht haben. Das Ergebnis ist hier völlig egal. Er vergleicht die beiden nicht, sondern er gibt ihnen die gleiche Wertschätzung und Anerkennung. Jesus, Gottes Sohn, macht damit deutlich, dass Gott der Vater nicht von uns ein Ergebnis erwartet, von unserem Besitz, von unseren Fähigkeiten, wie wir es hier auf der Erde einsetzen. Er erwartet, dass wir unsere Talente treu einsetzen, das, was er uns gegeben hat. Er sieht dich und er sieht deinen Einsatz als wertvoll an. Gott sieht deine Treue und deine Zuversicht darin, dass du ihm dienen und ehren willst. Darum geht es Gott. Und im Einsatz wird auch sichtbar, dass du treu bist und auch, dass du es wagst, ein Risiko einzugehen. Und Jesus als Gottes Sohn hat viel. Darum kann er auch großzügig austeilen. Für die Männer, für die Menschen damals waren diese Talente sehr viel wert, so wie für uns die Millionen sehr viel wert sind. Für Jesus aber nicht. Er sagt, mit dem Wenigen bist du treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Auch die Verdopplung des Vermögens ändert daran nichts. Es ist nichtig für Jesus, weil er Gottes Sohn ist und weil er noch viel mehr hat. Er hat alles und will ihm nun wirklich viel anvertrauen. Was Jesus hier ausspricht, ist Leben verändern. Er lädt sie ein, mit ihm zum Gott, dem Vater, in das ewige Reich zu kommen. Und sie dürfen mit ihm dort herrschen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Er lädt sie ein auf eine Feier, auf eine Party, weil er das einfach so feiert, was sie vollbracht haben. Ihre Treue, nicht ihr Ergebnis. Und im Alltag ist es auch oft so. Auf der Arbeit, es ist anders, nicht so. Auf der Arbeit, zu Hause, in der Uni, in der Schule sind Ergebnisse irgendwie real. Wir brauchen sie, wir müssen sie haben. Und da ist auch irgendwie ein bisschen Druck dabei. Aber bei Jesus ist das anders. Er belohnt die Treue. Und ich finde das befreiend, dass Jesus nicht darauf schaut, welches Ergebnis bei meiner Arbeit rauskommt. Oder dass ich mindestens 50 Menschen in meinem Leben zum Glauben gebracht haben muss. Nein, darum geht es ihm nicht. Es geht ihm um die Treue. Und wenn du so einen Druck in dir spürst irgendwie, dann lass ihn dir von Jesus nehmen. Lass dich befreien davon, denn er vergleicht dich nicht. Er schaut auf dein Herz und er sieht deine Treue. Er ist gütig und er ist großzügig. Er feiert und belohnt deine Treue. Er macht ein Freudenfest für dich. Und diese beiden Männer, oder Klaus und Christina, haben Mut. Sie setzen ihren Glauben ein, weil es ihnen wert ist. Sie setzen ein, was sie können. Sie erkennen Jesus als ihren Retter. Für ihren Glauben, für ihre Treue werden sie belohnt. Sie werden gefeiert. Ganz ehrlich, ich möchte mir davon eine Scheibe abschneiden. So wie diese Männer will ich meine Fähigkeiten, meinen Besitz einsetzen, meinen Glauben und Jesus daran anerkennen. Ich habe das persönlich in meinem Leben erlebt, dass sich Treue gelohnt hat. Nach meinem FSJ wollte ich eigentlich im Kfz-Bereich eine Ausbildung machen. Ich habe Bewerbung über Bewerbung geschrieben und nichts hat funktioniert. Ich war eigentlich schon ziemlich am Ende gedacht, okay, was mache ich? Kurz vor Ausbildungsanfang im Sommer habe ich endlich eine Zusage gehabt in München für einen Kommunikationstechniker. Nach dem Probepraktikum fuhr ich nach Hause und habe irgendwie gemerkt, dass Gott mir sagt, geh nicht nach München, das ist nicht der richtige Ort für dich. Ich habe erstmal gesagt, was? Das ist jetzt eigentlich die letzte Chance, hier eine Ausbildung anzufangen, bevor eigentlich alle anderen Ausbildungen schon angefangen haben. Ich habe richtig gehadert mit dieser Entscheidung. Es war für mich ein Risiko, zu überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Und ich habe mich dagegen entschieden,
weil ich irgendwie gemerkt habe, Gott will was von mir. Ich konnte es nicht verstehen, was er wollte. Aber er wollte meine Treue. Er wollte, dass ich auf ihn höre und auch in dieser Unsicherheit ihm vertraue. Mir ging es in diesem Jahr ohne Ausbildung richtig mies. Ich habe gedacht, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Ich bin einfach richtig nutzlos. Ich habe doch gerade gar nichts. Und ich glaube aber, Gott wollte mich in eine andere Richtung lenken. Ich glaube sogar, dass Gott mich beschützt hat. Und ich denke, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich damals nach München gegangen wäre. Ich musste etwas aufgeben, etwas verlieren von meinen Träumen, wo Gott nicht drin war. Ich habe Jesus da nicht vertraut. Und durch Jesus konnte ich eine Ausbildung und dann jetzt das Studium erreichen. Gott wollte Risiko, Einsatz und Treue. Gott will dich gebrauchen, so wie er mich gebrauchen will. Jeder an seinem Platz, du an deinem Platz, dort wo du bist. Er will deine Treue, dein Einsatz und dein Risiko für ihn. Das Ergebnis ist nicht wichtig. Er will dich als Person, so wie du bist. Du bist es ihm wert. Und dann war da noch dieser dritte Mann, der irgendwie anders war als die ersten beiden. Drittens, ein falsches Folgen eines falschen Gottesbildes. Dieser dritte Mann setzt nichts ein. Er nimmt, was er von seinem Herrn bekommt und vergräbt es. Warum soll ich 1 Million vergraben? Was bringt mir das? Dann gebe ich es doch wenigstens aus. Dann habe ich ein bisschen Spaß dabei. Aber er ist schlicht gesagt einfach nur faul. Der macht einfach nichts. Und wenn wir noch genauer hinschauen, ist er nicht nur faul, er hat auch Angst. Er hat Versagensangst. Sein Bild von seinem Herrn, sein Bild von Jesus ist anders als bei den ersten beiden. Der dritte Diener beschreibt den Herrn als hart, unfair und unbarmherzig. Das lähmt ihn. Er will keine Fehler machen, er will sie um jeden Preis vermeiden, das heißt, er macht gar nichts. Du darfst keine Fehler machen. Wenn du Fehler machst, bist du schlecht. Du bekommst eine schlechte Note, du bekommst Ärger und im schlimmen Fall verlierst du sogar deinen Arbeitsplatz. Du musst alles richtig machen. Was für ein Druck. Also, mir wird das nicht gut tun. Ja, es gibt Fehler, die sollte man nicht tun, stehlen oder lästern. Und wie heißt es doch eigentlich, aus Fehlern lernt man. Keine Fehler kann man nur machen, wenn man nichts tut, aber wir Menschen tun was. Es liegt in unserer Natur, etwas zu tun und damit ist auch verbunden, dass wir automatisch Fehler begehen. Und das ist auch gar nicht tragisch, weil wir daraus was lernen. Klar sind Fehler nicht immer dabei, aber sie sind real, sie gehören irgendwie zu unserem Leben dazu. Und diese Fehler sind für Jesus kein Problem. Es wäre für den Chef gar kein Problem gewesen, wenn Timo einen Fehler gemacht hätte und vielleicht nur ein Essen organisiert hätte und gar nicht die schöne Musik dabei. Das, was für Jesus ein Problem ist, das, was für den Chef ein Problem war, ist die Faulheit. Er hat kein Verständnis dafür. Ja, wir dürfen in unserer Freizeit auch mal faul sein und nichts tun. Aber dieser Mann hat einfach eine grundsätzliche Faulheit. Er vergräbt sich und wartet, bis alles vorbei ist und gibt dann alles zurück. Timo hat sich gedacht, ja, das wird denen eh nicht gefallen, ich lasse das lieber. Und bevor es zu teuer wird, ja, die Firma wird dann Geld sparen. Und ich weiß doch, wie hart und unbarmherzig der Chef ist. Davon war Tobi nicht beeindruckt. Klar zählt hier in dieser Firma auch ein bisschen das Ergebnis. Und das ist so in einer Firma. Aber nichts zu tun hilft auch nichts. Die anderen beiden haben sich angestrengt. Sie haben Mut bewiesen, sind Schritte gegangen. Und auch wenn es dem Chef nicht gefallen hätte, sie waren ihrer Aufgabe treu. Im Kleinen reagiert der Herr hart gegenüber seinem Diener. Warum? Der Diener wirft seinem Herrn, alias Jesus, vor, du erntest, wo du nicht gesät hast. Und Jesus antwortet empört als Herr, was?
Ich habe dir doch 1 Million gegeben, das soll nichts sein. Das ist doch ein Samen, mit dem du etwas aufblühen kannst. Das ist doch ein Kapital, mit dem du etwas anfangen kannst. Wenn du doch weißt, dass ich so hart bin, Entschuldigung, warum bist du dann so dumm und tust gar nichts? Dann versuch es doch wenigstens. Mach doch wenigstens irgendwas damit. Bring es zur Bank und bekomm Zinsen. Ja, du hast nichts falsch gemacht, weil du gar nichts gemacht hast. Ich glaube, es liegt nicht so sehr an deiner Angst, dass du nichts getan hast. Ich glaube einfach, du hast ein falsches Bild von mir. Der Herr war in diesem Moment einfach nur schwer enttäuscht. Und warum reagiert Jesus so hart? Er wollte, wollte der Diener seine Güte ausnutzen und hat darauf gehofft, ach, der Herr wird schon nicht so sein. Oder hat er wirklich ein falsches Bild von Jesus, was ihn auch irgendwie beleidigt? Egal, welche von diesen beiden Möglichkeiten hier zutrifft, Jesus reagiert zu Recht so. Natürlich ist es unfair, wenn der Mann Jesus als unfair bezeichnet. Ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, auch so reagieren, wenn jemand mich zu Unrecht als unfair bezeichnet oder mich ausnutzen will. Manchmal sind wir auch vielleicht so ein bisschen wie diese dritte Person, wie Timo. Wir haben irgendwie Angst, wir wollen nicht vorangehen und sehen Gott in diesem Licht, dass er so hart und unfair ist. Wir verstehen nicht, warum diese Steine gerade in unserem Weg liegen. Und das habe ich auch in dem Jahr nach meinem FSJ gedacht. Und manchmal sind wir vielleicht auch so, dass wir Gottes Güte ein bisschen ausnutzen wollen. Halb so wild. Einmal ist kein Mal. Ich lasse Gott schon machen, der macht das schon. Und die ersten beiden Knechte konnten sich aber wie selbstverständlich ihren Einsatz wagen, weil sie die Großzügigkeit ihres Herrn erkannt haben. Sie konnten voll Mut losgehen und selbst wenn Fehler passieren und aufrichtig dazu stehen, sich entschuldigen, wussten sie, ihr Herr, ihr Chef wird ihnen vergeben. Er wird ihnen eine neue Chance geben und ihre Treue, ihren Einsatz belohnen. Ihr Vertrauen sieht er darin. Wenn ich meine Gaben, meinen Besitz falsch einsetze, liegt darauf nicht der Fokus meines Herrn. Wenn 5 Millionen für Jesus nicht viel sind oder sogar 10 Millionen am Ende, dann wird es ihn auch nicht stören, wenn ich davon ein paar Millionen verliere. Jesus hat genug, er wird mir gnädig sein, denn er ist wirklich gut. Er hat über alle Maßen genug, er ist Gottes Sohn. Wenn du etwas verlierst, wenn du etwas falsch machst, so what? Was soll's? Davon wird Jesus nicht arm. Fang einfach neu an. Jesus gibt dir diese Möglichkeit. Und das ist auch beim Gleichnis vom verlorenen Sohn ähnlich. Der bekommt alles, was ihm zusteht, und dann, zack, ist alles weg. Er hat alles verprasst, er hat es auf eine dumme Art und Weise ausgegeben. Aber irgendwie bekommt er Hoffnung. Irgendwie weiß er, Moment mal, mein Vater ist doch eigentlich ein netter Kerl. Vielleicht kann ich doch zurück zu ihm gehen und wenn ich wenigstens als der niedrigste Knecht arbeiten kann. Er macht sich also auf den Weg und hofft, dass da was passieren wird. Und seine Erwartungen werden übertroffen. Sein Vater begrüßt ihn voll Freude und gestaltet ein Fest für ihn. Die Fehler seines Sohnes stören ihn gar nicht. Deine Fehler stören Jesus nicht. Mir gibt das Mut, zu Jesus zu gehen, wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich meine Talente falsch eingesetzt habe. Jesus hat auch einen großen Einsatz gemacht. Er hat sein Leben für dich eingesetzt, ist auf die Welt gekommen und für die Menschen gestorben. Er hat alles Versagen, alle Fehler der Menschen gelöscht. Er starb, um dich zu befreien. Er starb, damit du neu anfangen kannst. Er ist auferstanden, in den Himmel gefahren und regiert dort als Gott, als Gottes Sohn, mächtig und herrlich. Er ist großzügig und er beschenkt uns. Er hat so viel Reichtum, dass er es einfach auch nur tun will. Und
Er ist so groß, dass unser Versagen so klein ist, dass er darüber einfach nur hinwegsieht. Es ist nicht sein Fokus. Sein Fokus sind wir, sein Fokus ist seine Liebe zu uns und die Treue, die er in uns entdeckt, dass wir ihm hinterherlaufen, dass wir ihm das geben wollen, was wir können. Er gibt uns Verantwortung, obwohl er selbst so viel Verantwortung hat. Das ist ein mega Geschenk, was wir haben dürfen. Und dabei sind wir nicht alleine. Er steht bei uns und er hilft uns und er befähigt uns. Ich möchte dich ermutigen, deinen Einsatz zu wagen, das Risiko einzugehen, dich nicht zu vergraben, weil es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, Jesus schenkt dir Leben. Er nimmt dich mit in sein Reich, wo es schön sein wird, wo er mit dir eine Party feiern wird, wo wir Deutschen keine Versicherung mehr brauchen, dass alles glatt läuft. Jesus selbst ist die Versicherung. Was sicher ist, ist, dass Gott gut und großzügig ist. Er will deine Treue. Alle Ergebnisse und Fehler werden nicht mehr sein. Sie haben keine Priorität. Habe den Mut und wage, dich voranzugehen. Die Dinge, die du nicht kannst, die kann jemand anderes oder umgekehrt. Ihr könnt euch unterstützen oder Gott unterstützt uns. Tu das, was du kannst und das ist gut. Und ich möchte dir eine abschließende Frage mitgeben. Bin ich heute treu mit dem, was ich habe? Bin ich heute treu mit dem, was ich habe? Klar kannst du auch ein bisschen in die Zukunft denken, ein bisschen träumen und schauen, wo möchte ich hin, was ist möglich. Aber es geht jetzt um das Heute, nicht um morgen. Was kannst du heute tun, um Gott treu zu sein? Und wenn du keine Antwort darauf findest, frag Gott. Gott, was kann ich tun, um dir heute treu zu sein? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist und ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich danke für deine Gnade und die Dinge, die Gaben, die du uns gibst, die wir einsetzen dürfen. Ich danke dir, dass du uns darin vertraust. Hilf mir, meine Gaben, meinen Besitz sinnvoll einzusetzen, dir zur Ehre. Danke, dass du uns treu bist und zeig uns, was es heißt, treu zu sein. Danke, dass du uns feierst. Amen. Wir dürfen jetzt auch was feiern, und zwar das Abendmahl. Es ist angelehnt an das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern eingenommen hat. Dabei erinnern wir uns, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat alles für uns auf sich genommen. Er hat uns befreit, und das dürfen wir feiern. Er gibt uns so viel, was wir nutzen dürfen und gestalten können. Jesus ist in all unserem Tun bei uns. Er ist gegenwärtig, das hat er uns fest zugesagt. Zu Hause könnt ihr euch jetzt Brot und Traubensaft holen und im Saal machen wir es wie in Corona-Zeiten üblich. Diese Seite geht an der Wand entlang hinten und holt sich Saft und Brot und dann hier wieder zurück. Denkt daran, Maske und Abstand zu halten. Und auf der Seite auch an der Wand entlang und wieder zurück. Nach dem Instrumental führe ich euch dann durch das Abendmahl.
möchte mich noch zuerst bedanken für die, die das immer so treu vorbereiten und hier aufbauen. Ich lese nun zuerst die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Danach sage ich noch etwas dazu. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren, jedes Mal, wenn ihr vom Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Im Abendmahl drückst du aus und bezeugst, dass du dein Leben auf Jesus baust. Er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Indem ich das Brot esse und den Traubensaft trinke, erinnere ich mich daran, was Jesus für dich und für mich getan hat. Ich erkenne sein Opfer an und bekenne im Abendmahl: Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Danke, dass du mir vergeben hast und vergibst. Danke, dass du mir hilfst, auch meinen Mitmenschen zu vergeben. Und wir feiern das Abendmahl als eine von Christus zusammengestellte Gemeinschaft, als eine Einheit, die vor Jesus steht. Wir dürfen wissen, Jesus ist auch gegenwärtig und feiert mit uns das Abendmahl. Ja, er ist jetzt hier. Im Abendmahl erneuert und stärkt Jesus Christus meine Hoffnung. Es ist seine Zusage, dass wir später in Gottes ewigen Reich mit ihm sein dürfen und mit ihm dort das Abendmahl in einer neuen Form feiern werden. Das ist eine schöne Aussicht. Und Christus macht mir darin Mut und vielleicht dir auch. Und ich lade dich ein, in Jesu Namen jetzt am Abendmahl hier in der Gemeinde und auch zu Hause im Stream teilzunehmen. Wenn du Ja sagen kannst dazu, was Jesus für dich getan hat. Und vielleicht denkst du, dass Jesus irgendwie zu sehr von dir enttäuscht ist, dass du ihm nicht treu warst. Und gerade dann will ich dich ermutigen. Das Abendmahl ist auch für dich da. Im Abendmahl spricht Jesus dir seine Vergebung zu, seine Liebe, seine Großzügigkeit. Er gibt dir eine neue Chance. Lass dir das nicht entgehen, es lohnt sich. Wenn du aber noch nichts alles mit dem anfangen kannst und nicht weißt, was ist das mit dem Abendmahl, das ist in Ordnung. Dann darfst du gerne zuschauen und wenn du Fragen hast, darfst du auch später auf mich zukommen. Ich bitte dich, wenn es möglich ist, auch zu Hause im Stream aufzustehen. Dieses Brot essen wir und erinnern uns daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Danke, Jesus, dass du dich auf diesen Weg gemacht hast, dass du für uns gelitten hast. Dank für deinen Leib, der gebrochen wurde. Jesu Leib für dich gebrochen. Freue dich, er schenkt dir Leben. Diesen Saft trinken wir und erinnern uns, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Danke, Jesus, dass du die Schmerzen auf dich genommen hast. Danke, dass dein Blut für uns geflossen ist. Jesu Blut für dich vergossen,
Freue dich, er schenkt dir Frieden. Jesus, im Abendmahl verkündigen wir und verehren wir dich als unseren Herrn und Retter. Amen. Abendmahl zu feiern ist immer ein ganz besonderer Moment. Ich stelle mir vor, das hat Jesus vor über 2000 Jahren nicht genauso, aber ähnlich gemacht. Es verbindet. Jesus, unser König. Wir haben dieses Bild König. Nicht mehr so ganz, vielleicht mit einer Klatschpresse oder. Das Lied, was wir singen wollen, heißt Majestät. Schließt die Augen und geht mit mir mal auf eine kurze Reise. Stell dir vor, du bist im Schloss. Vielleicht warst du mal in einem und stell dir genau dieses Schloss vor. Geh da so rein. Ich war in Versailles. Ich gehe in dieses Schloss rein. Wahnsinn. Ich komme immer weiter vor. Irgendwann stehe ich tatsächlich vor seinem Thronsaal. Wahnsinnig prunkvoll. Und da sitzt jemand auf diesem Thron. Ein König, ein Kaiser. Wird angesprochen mit Majestät. Jesus ist unser König, unsere Majestät. Und anders als in anderen Königreichen nimmt er dich in den Arm und du musst kein Protokoll einhalten. Und trotzdem ist alles so wahnsinnig schön und großartig. Ein König, der das für dich und für mich tut. Majestät. Vergeben kann ich, weil du
das Feuer in dir. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer war. Die Stimme meines Herzens.
gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinem Namen darf ich sein. Doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist, ist hier, oder? Jesus ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. Hallo. Hört niemals auf, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich, oh, 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 oh. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, trug das Urteil und preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit. Trug das Urteil. Oh, preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich vor dem Thron, gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du hast mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein. Steh mutig vor dir, großer Gott und Vater. Danke für dieses Opfer, was du für uns gebracht hast. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Du guter Gott, du guter Vater, dass du das ausgehalten hast, deinen Sohn zu opfern. Wir geben dir unseren Dank dafür zurück. Good, good Father. Stories of war, they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in that of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am.
are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect. Lord. Hey, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You call me deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. Stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love dead of night. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, da sind so viele Menschen, die nach Antworten suchen, so wie wir es gerade im Lied gesungen haben. Vater, da lese ich auf Facebook, da freut sich jemand unbändig auf die nächste Party, damit er sich abschießen kann und sich bloß nicht mehr dran erinnern muss. Da rede ich mit einem Kunden, dessen Ehe gerade auseinanderbricht, dessen Geschäft kaputt ist, der nicht mehr weiß, wohin. Vater, um uns herum sind so viele Menschen, die suchen. Und wir haben Antworten, wir kennen dich. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns in dieser Zeit füllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, dass wir Friedensstifter sind für die Menschen um uns herum. Befähige uns, dass wir anderen sagen können, dass du die Antwort hast und dass du die Antwort bist. Amen. Ja, Vater, und wenn wir vor dich treten, vor deinen Thron, wo wir es eben gesungen haben, dann ist das ein Vorrecht. Aber das soll uns nicht eitel machen und hochnäsig, sondern soll uns immer wieder bewusst machen, dass der Lob und der Dank dir gehört. Du hast die Türen geöffnet für den Thronsaal, wo wir eintreten dürfen. Du hast gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Leben schenken, ich will euch das geben. Und wir haben es heute Morgen gehört, wie treu du bist und wie gut du bist und wie du beschenkst, wie du jeden Einzelnen von uns ja etwas gegeben hast, was einzigartig ist, nicht nur unser Leben, sondern dass du in unser Leben hineingewirkt hast und dass du uns Dinge gegeben hast, Talente, die wir einsetzen dürfen für dich. Und Herr, da lass uns sorgfältig und sorgsam mit umgehen. Und
nicht klein achten und kleinmütig sein, sondern ja, in der Liebe zu dir und in der Treue zu dir die Dinge anpacken, die dran sind. Und Herr, du siehst mich, wie oft da Zweifel in mir aufsteigen, so wie wir es auch im Lied gehört haben, wo der Teufel versucht, mich von Dingen, die ich erledigen soll, die ich machen soll, abhält. Da möchte ich dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, dagegen zu halten und dass ich mir das Gleichnis von heute Morgen immer wieder vorrufe und vor Augen führe, dass du mir dabei hilfst, dass du mich nicht alleine lässt, dass du den Weg mit mir gehst, wenn es auch manchmal nicht einfach ist. Ja, und dann darf es dahin kommen, dass wir dich anbeten, dich loben und preisen für all das, was du uns getan hast. Und wir haben es heute Morgen wieder im Abendmahl schmecken und auch sehen dürfen, wie gut du bist, was du für uns getan hast, dass du für den ganzen Müll, für den Mist, den ich verursache, tagtäglich mir die Sünden vergibst und mir hilfst, besser zu werden, mich zu entwickeln und näher zu dir zu kommen, Herr. Danke, Vater, dass du dich zu uns hinunterbeugst, dass du nicht einfach auf dem Thron sitzen bleibst, sondern dass du den Arm ausstreckst, ja, dass du sogar aufstehst und dich zu uns hinunterbeugst, Herr. Und das ist ein tolles Bild, was wir mitnehmen wollen in die Woche hinein, dass du nicht einfach auf uns herabschaust, sondern dass du uns auf Augenhöhe begegnen willst. Und hilf uns auch diese Woche treu zu sein in den Dingen, die du uns schenkst. Und sei es in Gesprächen mit Menschen, sei es in der Arbeit, auf der Arbeit, in der Schule, dass wir dich dort spüren dürfen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht Halt gemacht hast vorm Kreuz und dass du ja, mich persönlich so geliebt hast, dass du alles dafür gegeben hast, dass ich mich ganz in dich hineinlegen darf und dass ich ja, mich bei dir behütet und einfach wohlauf finde, Herr. Ich danke dir einfach, dass ich mein Leben mit dir gestalten kann, dass du das Licht bist und dass ich mich an dir festhalten kann wie ein Anker. Und ja, ich nicht alleine durch das Leben gehe, sondern mit dir, mit meiner Familie als Gemeinde und dass wir hier vor dir stehen dürfen und dich preisen, dich loben und anbeten dürfen mit allem, was wir sind und was wir tun. Und dass wir nicht halten, sondern dass du das Vorbild bist für uns, dass wir weitergehen. Und ja, dass es egal ist, wie das Ziel aber im Endeffekt aussieht, aber dass der Weg mit dir läuft, Herr, dass wir dich als Fokus sehen und danke, dass du einfach den Weg vor uns gegangen bist und wir in deine Fußstapfen treten dürfen. Amen. Amen. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch ein paar Infos weiterzugeben. Zum einen steht das Gebets- und Segnungsteam auch heute wieder zur Verfügung. Wenn du ja noch was auf dem Herzen hast, was du loswerden willst, dann sei mutig, sprich die Leute an, sie haben Zeit für dich mitgebracht. Lass für dich beten oder lass dich auch gerne für eine bestimmte Situation segnen. Die Kollekte ist heute für die Jubiläumsfeier der Gemeinde bestimmt. Die Jubiläumsfeier wird am 11.07. stattfinden und vielen Dank für das, was ihr dazu geben könnt. Wir haben das in einem der letzten Gottesdienste schon gehört. Vor 2 Wochen ist unser langjähriges Gemeindemitglied Erika Herbst verstorben und am kommenden Freitag wird die Beisetzungsfeier stattfinden am 13.30 Uhr im Friedwald in Herborn. Wer dazu nähere Informationen haben möchte, der kann sich gerne bei Michael Völlinger melden. Und wer noch eine Mitfahrgelegenheit sucht, weil er nicht weiß, wie er dorthin kommen kann, kann sich gerne bei unserem Pastor Lothar Popin melden. Alle weiteren Informationen und Veranstaltungen der Gemeinde werden im Nachspann gezeigt. Das heißt, zu Hause schalte noch nicht direkt den Bildschirm ab, schau dir das noch an. Und ihr könnt gerne auch noch einen Moment hier sitzen bleiben und euch die Informationen hier vorne anschauen. Ich werde uns jetzt den Segen noch zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen.
Nach dem Segen bitte ich euch aber noch mal kurz, euch hinzusetzen. Ich habe noch eine Information, die uns hier im Saal betrifft. Deshalb werde ich die erst nach dem Segen noch weitergeben. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, heute haben wir zum ersten Mal wieder das Gemeindecafé. Das heißt, ihr dürft euch gerne nach dem Gottesdienst noch bedienen lassen. Im Café Cross stehen Mitarbeiter, die den Kaffee ausschenken. Ihr dürft euch gerne dort eine Tasse holen. Dann ist aber ganz wichtig, dass der Verzehr nur draußen stattfinden darf, weil wir hier in der Gemeinde im Gebäude Maskenpflicht haben. Das heißt, nehmt euch euren Kaffee, geht nach draußen und genießt die Gemeinschaft. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.